So. Das ist eigentlich, wenn ich so mache. Wartet mal. Schade. Ich hatte gehofft, dass er dann hier alles niederreißt. Es wäre weniger Aufwand. Aber weniger Aufwand wäre es auch, wenn ich nicht ständig diese Umbaumaßnahmen machen würde. Aber es muss halt einfach. Es haben sich uns ja jetzt neue Möglichkeiten eröffnet. Und die muss man auch ernst nehmen. Was für ein Bauer wäre ich denn, wenn ich nicht mehr das Optimum suchen würde? Wäre ich nicht Waldes? Gewiss nicht Waldes. So, dieser... Die Abenteuergilde hat doch bis 22 Uhr offen, hoffe ich doch mal. Ja. Angeln Stufe 10, das vergessen wir. Das wird nix. Schleimcharmöhrring. Verhindert Schaden durch Schleime. Was? Nicht im Ernst. Wie cool ist das bitte? Wie genial ist das bitte? Das heißt, wir können jetzt auch gefahrlos endlich unsere Schleime züchten, weil wir ja nicht mehr angegriffen werden können. Das ist richtig gut. Das gefällt mir sehr gut. Den stecken wir jetzt erstmal hier rein. Und machen hier noch ein bisschen weiter. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Da müsste man hier jetzt auch mal im Endeffekt gucken, dass man das auch ein bisschen weiter noch in die Richtung versetzt, damit man hier drei Reihen vielleicht hinkriegt. Das muss hier hin. Das muss hier hin. So. Das wäre dann das. Der kommt hier hin, logischerweise. Das muss alles noch weg. So, und wenn man dann hier die Verbindung hat, wenn wir das dann hier so machen, dann haben wir hier, da kann ich nichts hinbauen, weil das hier so ist, Mann. So, dann habe ich ja hier sein Feld. Hier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Runter und hier lang. Ja, passt doch. So, und dann habe ich den weg. Den weg. Und den weg. Und die setze ich dann passend hier drunter. So. So und so. Und das müsste dann an sich zusammenhängend sein. Dass der die Unimo-Hütte hier halt dann für die sammelt und so weiter und so fort. Ich nenne das Ganze perfekt. Wenn ich nicht so viele von diesen Vogelscheuchen hier noch im Inventar hätte, wo ich nicht weiß, wo ich die überall hinklatschen soll. Bup, bup, bup. Keine Ahnung. Sehr viel Weg habe ich jetzt noch übrig. Wir müssen wieder schlafen gehen. Oh, der uralte Fruchtwein ist aber auch sehr gut. 9 Stück und dann dafür 20.000. Das ist nicht verkehrt. Also insgesamt... haben wir jetzt 40.000 an diesem Tag noch gesammelt.
So, wie sieht's heute aus? Heute höchst unzufrieden, also wieder nichts. Wie sieht's aus, Abigail? Hey, ich habe nur gerade überlegt, was ich heute tun soll. Ich bin es nicht gewohnt, so viel Freizeit zu haben. No. Yay. Ich freue mich schon auf die ersten Iridium-Weine. So, hier hatten wir doch ganz viel nicht reingetan jetzt, oder? Ja. Ich möchte einen kurzen Blick darauf werfen, wie viel Sternfrucht wir noch haben. Wir hätten genug für noch eine weitere Hütte. Und im Prinzip müssen wir das auch wirklich machen. Wie viel waren das? 100? 100 Fasern, ich glaube ja. Und 200 Stein. Das ist mir nicht ganz unwichtig, dass das steht. Auch wenn es uns viel kostet. Aber am Ende wird es sich lohnen. So, die uralte Frucht hier. Machen wir mal hier mit rein. Als nächstes können wir auch mal Pfirsich benutzen. Pfirsich haben wir 86. Da muss auch mal ein bisschen was passieren, ein bisschen was weniger werden. Sonst ertrinken wir noch in Pfirsichen. Okay, da wir ja sowieso nicht in die Schädelhöhle können. Ist es auch überhaupt nicht schlimm, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit auch damit verwenden, wieder mal zum Zauberer zu gehen. Wie sieht es eigentlich hier aus? Linus braucht immer noch ein Geschenk. Also eine Junimo-Hütte umfasst im Prinzip ein Feld mit jeweils 9 Iridium-Sprinklern. Das ist viel. Das ist wirklich viel. So, da steht schon bereit. Großartig. Ein weiteres kann ich da jetzt aber leider nicht machen. Kupferpfanne. Eine Omnigeode zieht man da sogar raus. Heftig. Das ist heftig. Aber ich hätte mal den Charmeurring da mitnehmen sollen. Dann hätten wir das jetzt mal austesten können. Ob der Schleim uns angreift oder nicht. Wir werden dann wohl eine Truhe vor dem Schleimstall hinstellen und da kommt dann der Ring rein. Denn ich werde den eigentlich will ich den nicht in den Dungeons einsetzen, das wirkt ein bisschen lame. Wenn ich dann da nicht mehr gegen die Schleime kämpfe. Ich hoffe mal, dass wir jetzt demnächst endlich mal einen Tag haben, wo die Geister sehr gut gelaunt sind. Dann gehen wir nämlich in die Schädelhöhle. Waren wir heute schon hier drin? Nee. Sieht man. Die eskaliert es nämlich schon wieder komplett. 9-mal uralte Frucht. Können wir leider nicht sofort zu Wein verarbeiten. Dann machen wir die stattdessen hier rein, wenn wir irgendwie... Oh, Holz ist da ja noch drin. Warum? Grünalge nehmen wir mal raus und diese ganz normale Morchel nehmen wir auch raus.
Holz, du kommst da rein. Es ist nicht besonders weit mit dir gekommen, Holz, aber nicht so schlimm. So, wir brauchen noch wieder ein paar Geschenke. Ahornsirup. Und Kirschen. Und meinetwegen auch Orangen. Und vielleicht auch Granatäpfel, weiß ich nicht, für sich. Hier haben wir auch noch würzigen Aal drin. Das war der. Der gehört hier in die Essensdingsbums. Auf zu Robin. Linus kriegt wieder eine Kirsche von mir. Er ist auch wieder an seinem Lagerfeuer, sehr gut. Yay. Immer noch 9. Er scheint echt eine harte Nuss zu sein. Aber irgendwann wird sein Herz weich werden. Hey Robin. Sehr gut. Sind zwar wieder fast pleite, aber ist mir egal. So, welche Dorfbewohner können wir denn nehmen? Maru. Maru mag vielleicht Orangen. Das ist ein super Geschenk. Jo, mag sie. Caroline. Mag hoffentlich Ahornsirup. Du hast Caroline heute bereits ein. Nein, habe ich nicht. Ich weiß nicht, warum das Spiel das nach wie vor immer wieder denkt. So, Shane. Ja, für Shane bräuchten wir dann im Prinzip Bier. Oh, Jody. Ich habe ihr diese Woche bereits 2 Geschenke gemacht. Was? Nee, denn jetzt sind wir auf einmal bei ihr mit 9. Das wird wohl so eine Art Bug sein irgendwie. Es ist kein besonders nerviger Bug, aber es ist ein Bug, den ich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Der verwirrt mich. Oh, Evelyn. Ein Geburtstagsgeschenk, das ist sehr nett von dir. Ich liebe es. Oh, sie hat heute Geburtstag. Wusste ich nicht. Tatsächlich. Hi, Pierre. Das ist wirklich nett. Ich mag das. Auch 9. Sehr gut. Sind ja immerhin unsere Schwiegereltern, ne? Also wenn wir da nicht ein bisschen mal loslegen hier, dann verstehe ich auch die Welt nicht mehr. Bringe Gas eine Kokosnuss. Shane! Ich habe ihm schon ein Geschenk gemacht. Ernsthaft? Ernsthaft? Nein. Natürlich habe ich das nicht. Krobus. Solarsense. Wir brauchen ja noch eine ganze Menge, bis wir unser Iridium-Streiterband da machen können. Tom-K-Suppe. Cool. Ich angel mal ein bisschen, ne? Eine letzte Chance. Ich überlege auch, ob ich schon mal Dünger herstellen sollte für den Frühling. Ein Barsch. Ja, da einfach damit wir da besser vorbereitet sind. Geschwindwachs zum Beispiel oder den guten Dünger. Das wird nichts, selbst mit der guten Leiste wird das nichts. Also manche Fische verstehe ich einfach nicht.
Was ist das für ein Drecksbewegungsmuster? Hecht, okay. Da hatte ich jetzt auch keinen Bock, irgendwie noch die Truhe zu besorgen, auch wenn das wahrscheinlich gut gewesen wäre, aber pff, das ist mir jetzt egal. Ich will einfach nur noch ein paar Fische fangen. Level 10 werden wir eh nicht mehr erreichen, aber vielleicht werden wir es dann zeitnah im dritten Jahr kriegen. Ich find's witzig, dass wenn wir angeln und wenn einer anbeißt, die Welt eingefroren ist. Sie hält den Atem an, weil es so unglaublich spannend ist. Alles ist wie eingefroren. Ob dieses einen Momentes. Könnte wieder ein Hecht sein. Bewegungsmuster ist ähnlich, wie wir es bisher kennen. Ein Barsch. Das könnte ein Hecht sein. Jo. All das wird aber nicht reichen. Nicht für Stufe 10. Ich habe die Erfahrungsleiste gesehen, wie viel wir brauchen. Und leider wird mir ja nicht angezeigt, wie viel ich noch brauche. Dann könnte ich es nämlich ungefähr einschätzen. Aber so. Zero Chance. Vollkommen planlos und ahnungslos. Noch ein Hecht. Die bringen auf jeden Fall mehr Erfahrungspunkte als Sardinen und Co. Da ist Leia. Ich weiß gar nicht, ob wir bei ihr schon zwei Geschenke gemacht haben die Woche. Muss ich gleich eigentlich mal gucken, denn sie gehört zu den Leuten, die auf jeden Fall noch hoch sollen, was die Zuneigung angeht. Das ist wieder ein Hecht. Eine Tigerforelle, okay. Davon haben wir so viele auch noch nicht gefangen. Wir können ja noch ein Geschenk machen hinterher. Lea, wo bist du? Wo ist sie denn? Ah. Das ist ein wirklich sehr nettes Geschenk. Ich weiß. So bin ich. Kent. Fünf. Oh, Jazz. Ich liebe Geschenke. Danke dir. So, wo sind wir eigentlich bei Jazz? Bei Penny? Penny 2 Herzen und Jazz 3, oh Mann. Ja, die Beobachtung ist, dass man irgendwann offensichtlich nicht mehr absackt, was die Sympathie angeht. Ich glaube, wenn man bei 8 Herzen ist oder bei 10, keine Ahnung, auf jeden Fall sackt man dann nicht mehr ab. Dann kann einem nichts mehr passieren und theoretisch kann man die Person dann links liegen lassen. So, wir haben hier wieder ein bisschen was abzugeben. Ja, also wir kommen jetzt 60 Ebenen hoch. Etwas mehr sogar. Das ist schon gut. Aber ehrlich gesagt bin ich mir noch nicht mal sicher, ob das safe ist, ob das reicht. Ich könnte hier so einiges abgeben und echt Kohle kassieren ohne Ende. Katzenfisch, den werde ich mal abgeben. Oh, die Solaressenz, ganz wichtig. Die Pilze können auch weg. Das meinetwegen auch.
So, hier hatte ich ja schon weitergemacht, hier unten. Bis dahin passt ja alles. Ich werde jetzt mal erstmal die Sprinkler, die nicht mehr in das Layout passen, nochmal eben wieder wegnehmen. Es sind ja nur drei. Das heißt, Sprinkler brauchen wir in Zukunft auf jeden Fall auch noch viel mehr. Hier kommt dann noch ein Sprinkler hin. Das war dann die erste Riege und dann zwei, die dritte Reihe. Hier beginnt das dann wieder. Und hier beginnt es dann so. Und dann ging es ja fünf weiter. Jeden Fall kommt hier dann der nächste hin. Und auch hier würde dann wieder eine Junimo-Hütte kommen. Nur halt dann eben von der anderen Seite. Gefällt mir eigentlich ganz gut, diese Idee. Ich wollte noch einmal kurz nach den Tieren gucken. Ja, das heißt, im Prinzip müssen wir das alles hier auch nochmal immer wieder verändern. Das passt dann ja so gar nicht mehr. Wie es so oft einfach nicht mehr passt. Warum konnte ich denn den noch herzen gerade? Und nur den? Merkwürdige Welt. Seltsame Dinge passieren hier im Sternentautal. Hier war doch noch was drin, oder? Jo. So viel Käse brauche ich jetzt auch wirklich nicht. Das Tor kam. Wo kam das rein? Hier. Gib mir noch mal 100 Schleim. Dann gucken wir, dass wir da mal was Anständiges draus werden lassen hier. Plonk. Und was ich auf jeden Fall auch schon wieder mal machen kann, ist Honig. Und davon 20, glaube ich, oder? Waren es 20? Also das haben wir dann schon mal. Die machen auf jeden Fall genug Licht. Wohnzimmer und also Schlafzimmer müssen wir noch einiges machen und Wohnzimmer. So, wir gehen schlafen. Mit den Geldeinnahmen ist es jetzt natürlich nicht mehr so weit. So, da muss ich jetzt mal eben was anderes gucken. Ah ja, okay. So, bitte. Neutral gesinnt. Nein, nein. Bruschetta, eine wundervoll einfache Vorspeise, die wirklich die Qualität der Zutaten hervorhebt. Du brauchst Brot, Tomaten und Öl. Zuerst musst du das Brot grillen, dann schneidest du die Tomaten in Scheiben und legst sie auf das Brot. Damit etwas Öl beträufeln und servieren. Wie gesagt, super einfach. Abigail. Hey Waldes, du gehst in die Wildnis, ich habe dir etwas besorgt. Hey, woher wusstest du das? Jetzt habe ich sie zurückgeschenkt. Oh Mann. Irgendwie peinlich. Irgendwie sehr peinlich, aber es ist passiert.
habe dir etwas, einen richtigen Leckerbissen zubereitet. Hau rein. Gemüseeintopf. Oh yeah. Du hast keine Post. Niemand hat mich gern. Oh Gott. Es eskaliert schon wieder. Ja. 27 mal Granatapfelwein. Habe ich eigentlich je irgendetwas öfter abgegeben als das, wenn ich jetzt mal in die Sammlung gucke? Wein, Anzahl verschickt 381. Saft. Barren habe ich ganz viele noch nicht verschickt. Lehm habe ich noch nicht verschickt. Die Erze hier auch nicht. Das muss alles noch kommen. Die Eier. Trüffel habe ich noch nicht verschickt. Und verschiedene Blumen noch nicht. Und Hartholz habe ich offenbar auch noch nicht verschickt. Verschicken wir dann die doch mal. Dann haben wir sie verschickt. Gelee. Wir machen mal wieder Bier. Wir haben so viel von dem Zeug. Irgendwo muss es ja hin. Mir fällt gerade was ein. Genau das. Und vielleicht haben wir ja noch mehr wiedergekriegt. Wurden heute nicht... Ja, genau, die wurden resettet heute. Das heißt, der Zauberer und Linus sind wieder dran. Und Pierre und Jody und Caroline. Oh ja. Look at that. Wieder was fertig. Da haben wir auch wieder Nachschub. Okay, hallo meine Freunde. Kennt ihr mich noch? Ich hoffe doch. Oh, sehr gut. Schöne Milch hier, ein bisschen Wolle. Wie voll das Inventar einfach immer wird. Und wenn wir dann so tief in der Mine sein werden, werden wir so viel Iridiumerz und so viel anderes Zeug finden, dass wir hundertprozentig alles machen können, was wir wollen. Also Ebene 100. Da müssten die Iridiumvorkommen doppelt so häufig sein wie auf Ebene 50. Und da waren die ja schon nicht selten. Dirty Hack hat endlich ein halbes Herz. Oh, da ist wieder eine Pfote hier. Die können wir doch nutzen. Die können wir doch sehr gut nutzen. Wir haben ja so ein paar Leute, die wollen wir jetzt mal voranbringen. Das werden wir jetzt investieren dafür. So, noch vier habe ich Platz. Nehmen wir den. Und dreimal Schattenei von hier. Nee. Der Rest kommt weg. Weg. Weg, weg. Weg. Okay. Die Hasenpfote also. Ich weiß nur noch nicht genau, wem ich die gebe. Bei Linus und beim Zauberer denke ich eigentlich, dass ich die so auf 10 kriegen müsste.
Da ist noch einer. Und voll ist es. So, bereiten wir uns also vor. Dann nehmen wir die mit. Das reicht auch eigentlich an Geschenken. Mehr brauche ich dann nicht. Hopfen tun wir weg. Und los geht's. Holen wir uns unsere Freunde. Hat irgendwer noch Geburtstag in nächster Zeit? Mal schauen. Lea am 23. Also Pierre hat 9. Das ist wirklich nett von dir. Ich mag das. So. Caroline. Das gibst du mir? Ich bin sprachlos. Immer noch 8. Das ist doch nicht wahr. Der Gottesdienst hier. Danke. Danke, das versüßt mir meinen Tag. Hey, das ist ein nettes Geschenk. Vielen Dank. Also, Pia und Jody immer noch nicht auf 10. Wo ist George mittlerweile? Auf 4. Sorry. Das ist aber auch echt nervig. Was soll denn der Scheiß? War das immer so schwer mit Linus? Früher hat er mich schneller gemocht. Ich musste nicht so kämpfen. Da ist er. Das ist ein großartiges Geschenk. Immer noch nicht. Ich reite jetzt mal zum Steinbruch. Eigentlich sollte ich die auch mal wieder looten hier. So, was ist, geht beim Steinbruch ab? Oh ja, ein bisschen was. Stein holen wir uns, brauchen wir. Bald werden wir wieder keinen Stein haben, weil wir alles verbraten werden für die Schädelhöhle. Wir können ja erstmal ein paar Ebenen lang versuchen, so weiterzukommen und dann benutzen wir die ganzen Treppen. Wir werden ja auch sicher ein bisschen Stein bekommen, dadurch, dass wir da herumwirbeln. Prähistorische Rückenwirbel. So, alle hier rein. Wie viel Stein haben wir denn jetzt? Ah, es sind nur 60 Ebenen. Das ist eigentlich zu wenig. Was ist denn, wenn ich mal ein bisschen was von dem Honig hier abgebe? 40 Stück. Und wenn ich hier von den Smaragden ein bisschen was abgebe. Und von den Rubinen. Und hiervon. Wo ich immer noch nicht weiß, was ich damit anstellen soll. Und ja. Das können wir ja mal abgeben hier. Plum, plum. Plum, plum, plum. Vielleicht bringt das ja noch wieder ein bisschen was. Das lassen wir so, wie es ist. Oh ja, wieder was zum Abgeben. Sehr schön. Und was haben wir hier? Sonnenblumen. Mais. Alles abgeben, wir brauchen Geld. Es ist so wichtig, dass wir jetzt anständig Geld kriegen.